Ja, voilà, Entschuldigung. So, geht doch schon. Ratzefatze geht's mittlerweile. Ja, Da schaut doch mal der aufmerksame Beobachter hier oben hin. Und man sieht, mein Carpentry Skill ist auf 24,73. Wie kommt das jetzt? Das ist die Frage. Und zwar bin ich seit kurzem Besitzer eines Premium-Accounts. Kann jetzt also auch über 20 leveln. Ja, das ist natürlich eine recht schicke Sache, weil immer nur auf dem gleichen Level quasi stehen bleiben ist ein bisschen doof. Und ja, genau, wir sind jetzt hier bei Carpentry zum Beispiel schon. Carpentry sind wir jetzt schon auf 24,7. Natürlich eine sehr geile Sache. Und auch hier, wo haben wir den Hammer? Der Hammer müsste mittlerweile auch schon ziemlich hoch sein. Genau, der ist auf 23,1. Ja, das ist gleich bei dir, glaube ich, fast. Ja, das ist relativ gleich, ja. Wobei es mich wundert, dass der Hammer trotzdem niedriger ist als das Carpentry. Weil ja, ich... Du bekommst halt manchmal mehr Carpentry-Skill-Ticks quasi als Hammer. Ja, aber ich habe auch relativ viel geschmiedet. Also gut, das heißt relativ gesägt. Viel habe ich nicht geschmiedet, aber... gesägt. Das geht ja nicht. Doch, dadurch geht dein Carpentry hoch, aber dein Hammer-Skill nicht. Ah, stimmt, genau. Gesägt habe ich auch wie ein Bekloppter. Gut, die Säge ist auf 5,3. Also so wie ein Bekloppter habe ich auch nicht gesägt. Bisschen. Ja, ein bisschen. Pass mal auf, jetzt mache ich doch mal Schrägstrich F Sleep. Und habe damit meinen Schlafbonus aktiviert. Wer den noch nicht kennt, schauen wir mal hier. Und zwar war das letzte Mal Carpentry um 0,031 erhöht. Und jetzt durch diesen Schlafbonus, wenn ich den aktiviere, wird mein Carpentry um 0,06 hochgehen. Das heißt, alles in allem level ich quasi doppelt so schnell, was eine echt feine Sache ist. Gerade jetzt für die Aufnahmen von Let's Plays ist es natürlich super, weil ich dann nicht wie der letzte Vollhonk drei Stunden stupide irgendwas machen muss, um meinen Bonus hochzukriegen, um meine Skills hochzukriegen. Und genau, von daher bin ich ganz froh, dass sie diesen Sleep-Bonus eingeführt haben. So, Hammer läuft. 70 QL. Geiles Ding. Der hat auch bestimmt einiges gekostet, oder? Es geht, ich glaube, ein über, oder? Vielleicht zwei. Okay. Ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Teil. Hat, glaube ich, viel gekostet. Oder 5. Und meine, was mit der ich kämpfe, 15. Du hast 15 Silber. Mhm. Boah, ist aber auch ein Haufen, du. Aber die du mir gegeben hast, die ist ja auch nicht verkehrt. Die ist auch richtig geil. Ich glaube, die war bei 5 oder so. Puh, wow. Weiß ich gar nicht mehr. Oder 4. Also die hat schon auf jeden Fall... Ja, schon eine ganze Weile her. Die hat auf jeden Fall Qualität fast 50, also 48,8. Dann 84 COC, 61 NIMP und 60 FB. Was doch irgendwie einen ganzen Haufen Zeug ist. Also Frostbrand, Nimbleness. Okay. Ja, geil. Also hier, für mich ist es ja schon fast Endgame-Bier. Ja. So, ich habe den Weg zur Farm mal zugänglicher gemacht, dass man jetzt auch hochgehen kann, ohne zu klettern. Ich kletter mal schnell zur Farm. Ja, ich habe hier einfach so viel rumgebuddelt, aber jetzt passt es, jetzt kommt man hier gut hoch. Okay, es ist zwar so steil, wie es geht an sich, aber ist schon okay. Hallo, Schwein. Das Schwein schaut übrigens extrem cool aus. Ich mag Schweine. Ja, das ist ein cooles Schwein. Mhm. Das ist ein sehr dünnes Schwein, laut Examen. Ah, okay. Und eine Sie. Und eine Sie, So eine Sau. Also
Also irgendwer reißt gerade irgendwas ein, oder? Ich. Hm. Ja, eine Hecke. Das macht so nur Geräusche. Ach, ja, natürlich, klar. Die Hecke besteht ja aus Holz. Aus Vollholz, komplett. Ja. Hallo, ihr kennt die Hecken des 21. Jahrhunderts, des Mittelalters nicht. Ist doch hier Mittelalter, ne? Ja. Na, also. Damals waren die Hecken noch aus Holz, weißt du? Hm. Damals wurde die Milch auch noch aus Dosen getrunken oder direkt von der Kuh. Untergehangen. Ja. Meine Gottheit ist ganz böse auf mich, dass ich alles kaputt mache. Was? Echt? Ja, zwischendurch mal. Ein bisschen. Achso, hast du dir die Waldgöttin oder was? Nee, aber jeder Gott ist, glaube ich, gegen Zerstörung, glaube ich. Im Freedom Cluster. Jetzt. Okay. Ach, die sollen die Klappe halten, die sollen Blitz schicken, wenn es die stört. Ja. Ganz ehrlich, wo kein Kläger, da kein Richter, oder? Stimmt. Wenn jemand was stört, Bescheid sagen, ansonsten ist nicht. So, hau, geile Sache. Carpentry ist schon um 0,6 hochgegangen. Boah. Ja, und ich habe noch nicht mal den zweiten Boden fertig. Jetzt habe ich ihn fertig. So, wie machen wir das hier? Genau, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Und zwar, wenn man sich einen Boden planen will. Also wir haben ja jetzt hier die Gebäudewände alle fertig gemacht. Beziehungsweise der Kabi hat mir die letzten 4-5 Wände zusammengeklöppelt. Genau, um mir jetzt hier einen Boden reinzuknallen, mache ich jetzt hier einfach rechten Mausklick mit einem Hammer ausgerüstet. Und Plan Floor Below. Zack. Und zack. Nein. Genau, richtig. Schöner Vorführeffekt. Destroy Roof. So. Floor Below. Und nochmal Floor Below. Und schon können wir uns hier was aussuchen. Ich hab's im Kapi letztens schon gesagt, ich hätte ja wahnsinnig gern hier so einen schönen Marmorboden in der Holzhütte. Oh, wir haben keinen Marmor. Na, haben wir schon, aber... Aber nicht abgebaut, weißt du? Ich bin noch nicht... braucht man, glaube ich, noch... Ich glaube, 40 Paving Skill oder so. Oh, okay. Ich bin zuerst bei 23. Boah, 40 Paving Skill, wie soll man das denn hinkriegen? Da musst du ja schon eine Straße quer durch die Insel bauen, damit du das schaffst, oder? Ja, oder Böden bauen geht ja auch hoch damit. Ich bin mir nicht so sicher. Was bauen? Böden einfach. So ein Steinböden. Achso, ja, ja gut. Pflasters so oder im Haus, glaube ich, auch selber. Wenn sie aus Stein sind. Okay. Ja, also hier geht auf jeden Fall bei mir nichts rauf, aber ich mache ja auch was Holz. Schaut übrigens sehr schick aus, der Holzboden hier. Gefällt mir. Ich kann mich noch an dieses Paving- bzw. Level-Tutorial erinnern, wo sie dieses eine schöne Haus zeigen. Dieses eine schöne Haus, wo die Ecken nicht gerade gemacht wurden und das nicht alles gelevelt wurde, wo die ganze Hütte einfach kreuz und quer da drauf sitzt. Das schaut so geil aus. Ja, ich finde, der schaut super aus. Ich baue mir auch so eine Hütte. Oh Gott, nein, oder? Nein, natürlich nicht. Verunstalte doch den ganzen Server hier. Wir werden ja noch rausgeschmissen wegen Griefing und sowas. Hey, ja, was kaputt machen dauert lange. Was machst du kaputt? Die Steine vom Boden, die dran sind. Ja, okay. Ja, das müsste ich ja mittlerweile auch schon fast können, oder? Was brauche ich dafür? 22 Stärke, gell? Nee, 20 glaube ich nur.
Oh. Aber du brauchst 10 Digging-Skill und, Ja, 10 Digging habe ich. Aber ich habe 20,01 Körperkraft. Ist jetzt nicht die Welt. Sollte aber reichen, auf jeden Fall. Okay. Wo ist denn mein Digging-Skill? Bei 44,3. Wow. Oh Gott, oh Gott. Meiner ist auch schon bei 11,8. 50 brauche ich in etwa, um das hier alles so zu machen, wie ich will. Naja, der Weg ist das Ziel, ne? Ich denke mal, bis du in den Genuss kommst, hast du den noch 50. Ja, wenn ich das da freigrab. Auf jeden Fall. Sind ja locker nochmal 10.000 Dirt. Hi, der Witzke. Das sind Zahlen, die muss man sich mal vor Augen führen, ne? Event. You need planks and small nails. Na gut. Nee, also hast du. Nee, ich brauch noch 4. Komm hoch zu mir. Ja, ich hab hier welche reingepackt letztens. Jo, 8 Stück. Und zack. Wunderbar. Jetzt brauche ich dann nur noch ein paar Planken. Dann nehme ich mal die mit, die ich hier sowieso schon reingeschmissen habe. Wie viel brauche ich? Ich brauche 10 pro Boden, gell? Planken, ja. Okay. Dann brauche ich jetzt nochmal 14. Und dann haben wir das Ganze. Ja, das Feld. Das ist, glaube ich, fertig soweit. Also kann gepflanzt werden. Seeds cool. Sind sowohl in PSP und FSP noch drin. Okay. Für was steht FSB? Foot. Ich glaube, ich bin. Ah, okay. Also, Foot und Bulk. Mhm. Ja, Bulk ist doch eigentlich nur so ein Mischmasch aus allem Scheiß. Da kannst du alles reinhauen, was du willst, oder? Oder ja. So gut wie alles halt, ne? Ganz, ganz viel. Gibt wenig, was da nicht rein kann. Ja, Essen zum Beispiel kann da nicht rein. Ja, und Items. Also Tools. Ja, hauptsächlich. Ja. Das geht nicht. Erze können, glaube ich, auch nicht rein, oder? Doch. Okay. Die leider schon. Tut mir leid. Na gut. Muss dir nicht leid tun, ist in Ordnung. Boah, meine Nutrition ist auf 28, das ist extrem fantastisch. Ich war vorhin so frei in meinem Segelwahn einfach mal nicht zu essen. Und ruckzuck war ich am Fasten, meine Hungerleiste hat sich wieder auf. Huch. Gut. Was? Meine ist bei 79. Ah ja, dann gib halt an. Naja, dann kommt die schöne Meldung, ja, dein Hunger ist weg, du fastest jetzt und meine Nutrition war von 43 auf 28. Nee, auf 21 sogar. Tolle Wurst. Hätte ich mal eine tolle Wurst gehabt, dann hätte ich das Problem nicht gehabt. Huch, reconnect. Oh ja, stimmt. Ich habe übrigens 2 Hämmer dabei, also falls irgendjemand einen braucht, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Ja, 4 Planken noch. Und dann haben wir die Hütte ja schon fast fertig. Also fehlt da noch das Dach, ne? Aber ansonsten. So, continue, continue, continue. Na, ist eine echt schöne Gegend hier. Muss ich immer wieder feststellen. Gefällt mir sehr.
Vor allen Dingen rennen hier auch nicht so viele Leute rum, weißt du? Und sie wird noch schöner. Ja, neue Spieler kommen hier fast gar nicht hin. Ja. Klar, weil ich meine, du brauchst ja auch ein Boot, um das zu erreichen. Und um das Boot zu erreichen, musst du ja auch erstmal eine ganze Weile schon hier spielen. Was meinst du, könnte ich mit meinem Skill-Level jetzt hier ein Boot schon erstellen? Wahrscheinlich nur echt extrem schwierig, oder? Nee, ich meine, selbst ich habe da schon noch Schwierigkeiten. Na, okay. Ich habe zwar auch wenig Skill da drin jetzt, aber es ist nicht so leicht. Ja, mein Bootbauskill, der ist auch auf 1,0, glaube ich. Ja, Shipbuilding auf 1,0. So, muss ich mal ein bisschen Gras schneiden. Also natürlich echtes Gras, nichts Illegales, gell? Nicht, dass sich hier irgendjemand wundert. Echtes Gras. Naja, the real stuff, weißt du? Nichts Falsches. Was gibt denn hier noch? Freedom und GL Freedom und Cis. Ja, weil der dann Ali-Jet. Sag mal, dieser Sam Vimes, der ist auch 24-7 online, oder? Ist er nicht? Boah, ich weiß nicht, ich den jetzt nicht. Ich war, glaube ich, noch nie on und der war nicht da. Also der und. Der und der Dings, der Dark. Ja. Das. Oh. Boah, diese Schmiede wird so riesig jetzt schon. Aber cool. Ja, viel hilft viel, oder? Vier Planken noch. Ich bin echt froh, wenn die Hütte fertig ist. Sie ist übrigens viel zu überdimensioniert. Ja. Aber ich habe ja schon einen Plan, was ich damit mache, mit dieser völlig überzogenen Hütte. Und zwar mache ich hier jetzt da, wo ihr den Teilborder seht. Das ist auch wieder so hell hier. Will ich eigentlich eine Wand reinziehen. Mit nochmal das hier, dass ich diesen 2x3 Bereich hier ein bisschen abgetrennt habe. Und da kommt dann so ein Kram wie Vorratskammer rein und ja, vielleicht der ein oder andere Tisch, vielleicht auch einfach nur mal so der Optik halber so eine kleine Schmiede oder sowas, müssen wir noch überlegen. Und da hinten, jetzt gucken wir mal, na, Boden ist noch nicht fertig, einen braucht er noch. Und hier hinten, hier habe ich auch noch so ein bisschen Platz, da kommt dann auch so mein eigener kleiner Blumengarten hin oder irgendeine Weizenfarm oder keine Ahnung wie. Wird sich auch noch rausstellen. Yay, Richtfest. Nein. Natürlich. Du, Richtfest machen wir ohne Dach. Nein. Natürlich. Ich mach Richtfest ohne Dach. Du kannst mehr Wasser trinken. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Das muss ich tatsächlich machen. Hey, da wurde ein Einhorn angespült. Ja, das hab ich glatt gemacht. Ja. Der tötet die Einhörner, weißt du? Wahnsinn. So, jetzt kann ich mein Inventar hier auch mal zumachen. Ja. Wie machen wir jetzt weiter, bevor dass ich jetzt hier die restliche Aufnahme mit Dachbauen verbringe? Jetzt gucken wir doch einfach mal. Pass mal auf, ich bin jetzt mal wagemutig. Oh Gott, bloß nicht. Ich bin jetzt wagemutig wie Drecksau. So, Inventar auf und Charakter auf und boah, was ich nicht alles aufmache jetzt. Jetzt ziehe ich mal hier mein ganzes Wollzeug aus. Ja, ich bin elektrisch aufgeladen jetzt durch die ganzen Wollklamotten, die ich anhab.
kriegen jetzt die Gegner zu spüren. Wird sich ein bisschen flappen gehen? Ja. Ich gehe mich jetzt ein bisschen hauen. Huch. Du kannst auch die Lederrüstung nehmen, die oben ein Stock höher ist. Ah, ist die gut? Ist die besser? Die brauche ich nicht mehr. Die brauchst du nicht mehr. Stimmt, du hast eine Kette. Genau. Stimmt. Dann climben wir mal ab. Und dann kann Bulmador ja vielleicht deine nehmen oder so. Ja. Ja, genau. Also du kannst dir... Bull, du kannst dir da gern die Klamotten unten aus der Truhe rausnehmen. Mhm, alles klar. Falls du mal in den Genuss kommst, dich ein bisschen prügeln zu wollen.